Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Heute, jetzt wandert die Kamera ein bisschen und der Karl, der Buschkarl, der mit seiner BMW HP2 am Nordkap war, der haltet mal das Mikro, weil wir haben ja keinen Schnitt und nur ein Take. Und jetzt schauen wir uns mal die Karten an. So, das ist die Route aufs Nordkap und da oben sieht man dann schon Norwegen in seiner ganzen Pracht. Und unten, mit dem werden wir anfangen, sieht man die Ducati 900 SS vom Buschkarl, mit der er es vor 40 Jahren schon einmal probiert hat ans Nordkap, aber er hat es leider nur geschafft bis Vorarlberg. Karl, ich danke dir sehr. Jetzt könntest du dich schon zum Motorradl hinstellen und wir richten die Kamera ein und dann geht's los. Jawohl. Ich hab das gleich, Karl. So. Du hast das Mikrofon als Bein eingelegt. Ja. Karl, ich danke dir sehr, dass du mir da jetzt geholfen hast. Das hätte ich sonst nicht zusammengebracht. Du, und jetzt ist so, Karl, du bist jetzt mit dieser BMW HP2 bist dort aufgefahren aufs Nordkap und es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich einfach für dieses Nordkap interessieren. Das ist eine echte Destination für Motorradlfahrer. Mich reizt selber, ich war allerdings noch nie dort und obwohl ich mehr oder weniger in ganz Europa gewesen bin, nach Skandinavien bin ich nie gekommen und daher auch nicht aufs Nordkap. Und wir fangen an, weil man das natürlich irrsinnig taugt, dass du das vor 40 Jahren schon mal probiert hast mit einer 900 SS Ducati Königswelle, aber damals bist du nicht weit gekommen. Naja, also vorerst waren wir in Vorarlberg Schluss, also am Adelberg selbst ist also der dritte Gang rausgesprungen. Das war natürlich ein ziemliches Hindernis von Wien bis zum Nordkap. Ich habe ihn da beim Braumandl angerufen, gesagt, mach da keine Sorgen, das machen wir schon. Er ruft gleich an beim Kasern in Klagenfurt, ob der die Zahnradeln hat. Wir haben umgedreht zurück nach Wels. In Wels angekommen, habe ich dort erfahren, es gibt die Ersatzteile in Klagenfurt. Der Kasern hat die Zahnradeln, der Braumandl hat eine Yamaha gehabt. Ich habe meine Frau geschnappt, bin mit ihr runtergefahren nach Klagenfurt zum Kasern, habe die Zahnradeln geholt, der Braumandl hat es einbaut und weiter ging es Richtung Nordkap. Und wie weit bist du dann gekommen? Na, bis Schweden. In Schweden, ja doch, also wir sind bis zum Wettrennensee gekommen, also nicht ohne kleinere Pannen. Ich habe schon jeden Tag das Werkzeug in der Hand gehabt und ich war schon gut bekannt mit allen Mechanikern auf den Fähren, die mir also dann Lötkolben oder sonst was borgt haben. Aber immerhin bis Schweden ist es ganz locker gegangen. Und in Schweden dann sind wir im Zelt aufgewacht, es war außen nass, es war kalt, das Zelt war voller Fliegen. Ich habe meiner Frau in die Augen geschaut, die hat mir in die Augen geschaut und gesagt, wir fahren an die Côte d'Azur. Umgedreht und runter nach Südfrankreich. Wieder mit Zangeln. Ja. Perfekt, Karl. Also ich kann es verstehen, weil wie gesagt, mir reizt dieses Skandinavien auch sehr. Es gibt aber irrsinnig viele Punkte, die mich dann immer abschrecken. Zum einen ist es das Wetter, das halt nie wirklich warm ist dort und zum anderen sind es die Insekten, da werden wir dann eher ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast es jetzt aber gemacht, du bist wirklich mit der Maschine dort aufgefahren. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Was macht man da? Also da gibt es natürlich schon eine ganze Menge Literatur drüber. Man darf nicht vergessen, das Nordkap ist das Mekka für Motorradfahrer und der Eindruck, wenn man dort ist, wird bestätigt. Also da kommen es wirklich von überall her. Ganz Skandinavien ist vertreten, Unmengen von Italienern und ich habe sogar türkische Motorräder dort gesehen. Es gibt entsprechend Literatur. Es gibt die Landkarten, es gibt die Wetterkarten, die sollte man da studieren und sich ein bisschen über das Klima informieren. Ich habe so ziemlich alles gelesen, was es also zu einem Thema gibt. Ich habe eigentlich schon immer wieder drinnen geblättert, immer wieder was gelesen. Es gibt einen sehr, sehr guten Reiseführer mit dem Motorrad ans Nordkap von einem Österreicher geschrieben, von einem Burgenländer. Da kann man wirklich was. Wer ist das? Ich habe das Buch sogar da. Das ist, ich darf es holen? Ups, bitteschön. Dieses da, der Herr Pfleger. Ja, beschreibt uns kurz, ich halte es in die also, Kamera. Wir teilen uns die Arbeit. Der Herr Pfleger ist an und für sich im Burgenland zu Hause gewesen, wie er das Buch geschrieben hat, ist jetzt in Kärnten zu Hause, ist ein großer Motorradreisender, hat auch noch ein paar andere Reiseführer geschrieben. Der ist richtig gut. Ein relativ kompaktes Werk, eine Reise, die man in ungefähr 2 bis 3 Wochen absolvieren kann, mit vielen Routenbeschreibungen, ein paar Alternativen eben auch dazu, wirklich empfehlenswert. Super, Karl. Das wollte ich nämlich anschneiden. Du als Buchhändler bist ja der Chef of Bestseller. Ist eh klar, dass du Zugang zu den besten Büchern hast. Und jetzt ist aber so, ich glaube, man kann lesen, was man will.
wenn man dann wirklich fährt, in der Realität ist es halt doch immer anders, oder? Ich glaube, du bist mit dem Reisezug nach Hamburg gefahren, ja. Dort hast du diese HP2 ausgeladen, und was ich gesehen habe auf diese Bilder, die man dann in Anschluss, mal, wenn wir so eine Fotostrecke machen, du hast jetzt nicht wahnsinnig viel Gepäck drauf gehabt, sondern hast du eher geschaut, dass du es ein bisschen schlanker haltest und bist dann aufgefahren, Dänemark, Schweden, Norwegen oder so, gell? Ja, also wenn man mich sieht, denkt man wahrscheinlich nicht unbedingt gleich an schlank, aber wenn es beim Motorrad ist, muss ich wirklich sagen, ist Gewicht ein Thema. Ja. Daher habe ich mich also auch für die HP2 entschieden und nicht eine normale GS genommen. Das hat also doch wesentlich weniger Kilo. Und dann habe ich natürlich auch irgendwo beim Gepäck gespart. Ich habe mir vor allem einmal das Zelt gespart. Vor 40 Jahren bei dieser ersten Reise haben wir im Nachhinein geschworen, nie wieder zwei Dinge gleichzeitig, nämlich Campingurlaub und Motorradurlaub. Und an das habe ich mich gehalten. Ja. Ich habe dafür eine zweite Kreditkarte eingesteckt gehabt. Das hat für die Unterkunft genügt. Du, und wie ist es dort jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das Norwegen, ich kenne nur so Bilder, wo das so wahnsinnig toll ist und wahnsinnig schön ist. Ist es in der Realität auch so? Also in der Realität muss ich sagen, ist Skandinavien insgesamt wirklich wunderschön. Ich war davor schon ein paar Mal eben auch in Skandinavien. Ich war in Finnland, ich war in Norwegen, ich war in Dänemark und auch in Schweden, alles mit dem Motor. Ich war nie am Nordkap. Dänemark ist also eine wahre Idylle. Wunderschön, mit also wirklich einer wunderschönen Landschaft, sehr, sehr freundlichen Leuten. Motorradfahrer werden dort militant gegrüßt. Also es kann nicht sein, dass du dann am anderen vorbeifährst und nicht die Hand in die Höhe reißt. Gibt viele alte Autos, wirklich wunderbar. Ja. Schweden begeistert mich vor allem also durch die Burgen, durch die wirklich freundlichen Menschen und eine etwas lockere Fahrt, Auffassung vom Autofahren und vom Motorradfahren als in Norwegen. Norwegen ist landschaftlich wahrscheinlich der absolute Höhepunkt. Tolle Berge, Gletscher, das Meer, Kurven ohne Ende. Ganz, ganz wunderbar. Leider Gottes vom Wetter her benachteiligt, weil alles, was Wetter heißt und vom Atlantik kommt, regnet dort zuerst einmal ab. Ist halt so. Der zweite Punkt ist also für mich eigentlich entscheidend. Es ist bewacht wie kein zweites Land. Eine Section Control folgt auf die nächste Radarfalle und wenn die nicht da sind, dann steht die Polizei am Straßenrand. 90 ist im Großen und Ganzen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen. Keiner fährt geschwinder wie 87. Dazu das Ganze in der Kolonne und wenn das Wetter schlecht wird, naja, kann man sich was Tolleres vorstellen. Ist es so irrsinnig streng überwacht und wahrscheinlich dann, wenn sie da erwischen, auch noch wahnsinnig teuer? Also ich habe Gott sei Dank nie Strafe bezahlt. Die Geschichten, die geistern, die beginnen irgendwo so bei 500 Euro und ändern beim Beschlagnahmen des Fahrzeugs. Ich will es nicht ausprobieren. Es halten sich alle dran, es wird einen Grund haben. Aber Karl, nachdem ich dich ein bisschen kenne, wirst du nicht wahnsinnig lange in Norwegen geblieben sein oder wirst bald wieder nach Schweden gefahren sein? Richtig, so ist es. Also es hat sehr vieles dafür gesprochen. Zuerst einmal die Wetterkarte, weil also in Norwegen hat es also wirklich geregnet. Es war nicht bitterkalt, es hat 12 Grad gehabt, das geht schon. Es war in Schweden unwesentlich wärmer, aber doch wesentlich trockener. Und die Moral beim Fahren ist also ganz eine andere. Auch dort gibt es VMAX 90 auf normalen Landesstraßen gefahren, wird 120. Dann gibt es Schnellfahrstrecken, wo man 110 oder 120 fahren darf. Bei 120 ist am besten, man sucht sich einen dicken Volvo-Kombi, reiht sich hinter dem an, hinter dem Volvo-Kombi wegen der Rentiere, die dort umher rennen, ziemlich deppert auf der Straße umher hupfen. Und dann macht man dasselbe, was der Volvo-Fahrer macht, abdrücken bis zum Gehtnimmer. Ist wirklich? Ja. Aber Schweden, habe ich glaubt, die sind auch relativ streng. Offensichtlich nicht. Streng sind sie möglicherweise schon, aber viel schlechter bewacht wie Norwegen. Das heißt, ich habe dort keine Radarfalle gesehen, Polizei nur in den Städten, da kann man sie zurückhalten. Städte ist gut. Fünf Häuser, wenn sie zusammenstehen, ist eh schon eine Ortschaft. Du fährst oft stundenlang durchs Niemandsland, da sind außer Bäume nichts. Ja. Auch keine anderen Verkehrsteilnehmer. Herrlich. Aber wenn du so lange durchs Niemandsland fährst, ich meine das mit der BMW HP2. Die HP2, ich glaube, die hat ja einen Tank, da gehen 11 Liter rein, oder? Wie machst du denn das dann? Also meine HP2 ist mit einem Zusatztank ausgestattet, die hat 7 zusätzliche Liter. Aber abgesehen davon gibt es dort sehr viele Tankstellen, die einfach mit einer Kreditkarte oder einer Scheckkarte bedient werden können. Das heißt, du kannst eigentlich jederzeit voll tanken. Und der Abstand von einer Tankstelle zur anderen war nie weiter wie 100 Kilometer. Wenn man vorsichtig ist, geht es sich aus. Okay, jetzt Karl, ich meine, aber ich habe mir das angeschaut, der Tank schaut ja nicht aus wie ein Blunzen. Wo ist denn der dann, der Zusatztank? Der ist im Rahmendreieck, also hinter der Batterie untergebracht. Da, wo eigentlich der Kotflügel war, auf den haben wir verzichtet und den Tank hineingesteckt.
Perfekt, Karl. Ja, weil das hat mich jetzt gewundert. Na gut, Karl. Also das mit Schweden, okay, das habe ich jetzt verstanden, da vorne so offensichtlich. Was du mir jetzt noch ganz kurz angeschnitten hast, wo ich natürlich immer hellhörig werde als Motorradfahrer, ist dieser Wildwechsel. Das ist ja Wahnsinn. Wildwechsel ist was ganz, ganz Gefährliches. Und ich meine, wenn du jetzt in Norwegen, keine Ahnung, wenn du nie schneller wie 90 fährst, na, dann wird sich das meistens ausgehen, aber wenn du den Schweden voll antrugst und diese Rentiere, wie du gesagt hast, ein bisschen wahnsinnig herumhupfen, na, was kann man sich da drunter vorstellen? Springt das einfach auf die Straßen? Ja, es springt einfach auf die Straßen. Also die wechseln halt, was weiß ich, von rechts aus dem Wald oder was weiß ich, auf der Wiesen auf die Straße, rennen dann vor dir her. Also nicht, dass sie irgendwie so plötzlich wechseln und dann gleich wieder wechseln, sondern die rennen vor dir her. Bis zur nächsten Abzweigung, links oder rechts. Sie biegen links ab. Wenn ihnen die Abzweigung nicht gefällt, sind sie gleich wieder vor dir auf der Straße. Also, ich verstehe. Außerdem treten sie in Rudel auf, manches Mal als Einzeltiere, aber sehr viele Rudel eben. Das heißt, Vorsicht ist wirklich angebracht. Okay, na gut. Naja, weißt du, ja. Schweden, okay, schnell fahren, aber Rentiere. Ja, es gibt aber viele Volvo-Kombis, die halten schon was aus. Den lässt halt vor dir fahren, reißt dich dahinter an. Wenn ein Rentier kommt, kommt zuerst der Volvo. Das geht sich dann schon aus. Du, und wie hast du es jetzt gehabt? Ich meine, Skandinavien, ich hätte mir erwartet, wenn ich dort rauffahre, da fahre ich einmal 500 Kilometer im Regen. Ist da sowas auch passiert? Ja, also ich bin sehr viele Kilometer im Regen gefahren. Die schlimmsten Kilometer waren für mich von Lillehammer nach Trondheim. Das sind zwar nur 350 Kilometer, wo es über sein Fjell, über seine Hochebene drüber geht, auf der es sehr blaust. Aber für diese 350 Kilometer habe ich 7 Stunden gebraucht. Ich bin im Regen gefahren, es war kalt, es war teilweise sehr kalt und es war die ganze Zeit nass. Und das Ganze in der Kolonne hinter einem Wohnmobil oder zwischen zwei Wohnmobilen, das ist nicht lustig. Ja. Daher dann die Entscheidung für Schweden. Okay, na, das klingt ernst, das klingt ernst. So, und jetzt aber, wenn du durch Schweden durchkommst, ich glaube, wenn du aber aufs Nordkap und bist ja tatsächlich ans Nordkap gekommen, wie so Fotos beweisen, nicht? Dann musst du aber dann schon wieder nach Norwegen wechseln, oder? Wie ist denn da ganz oben? Da gibt es ja dann auch sowas, da gibt es ja sowas wie den Polarkreis, oder? Und dann genau. Also man wechselt, wenn man dann eben fährt Nordschweden hinauf, dann an der Grenze Finnland-Schweden und dann kommt da irgendwo der Punkt, wo der Polarkreis ist. Das ist also jene Linie, wo 4 Wochen lang im Sommer die Sonne nicht untergeht, wo es wirklich 24 Stunden hell ist. So ungefähr von 15. Juni bis 15. Juli ist es immer hell. Im Gegensatz dazu ist es dann von Mitte Dezember bis Mitte Jänner immer dunkel. Ich meine, das immer dunkel stelle ich mir ganz grauslich vor, aber auch das immer hell, das ist, glaube ich, mich stören. Ist das leicht, Hand zu haben? Also immer dunkel führt zu einer hohen Selbstmordquote. immer hell führt, dass du so komplett die Orientierung verlierst. Also irgendwann, wenn du in der Nacht aufwachst und vielleicht aufs Klo gehen musst und du schaust auf die Uhr und denkst, da 3, denke ich, habe ich jetzt bis nachmittags geschlafen? Nein, es ist noch immer hell. Also das irgendwie kommt man schon ziemlich durcheinander. Ja. Na, und hat er das letztendlich taugt, dass es nie dunkel wird, oder wär's bis da bevorzugst du das auch ja, so wie es in unseren Breiten ist, dass halt klarerweise dunkel wird und dann wieder hell? Also an und für sich ist es, man gewöhnt sich dann irgendwie dran und das Ganze hat natürlich auch irgendwie die lustigen Seiten. Wir waren ja vor Jahren auf einem Kongress und haben das Zimmer geteilt mit einem Engländer. Wir haben eine Woche lang ein Zimmer geteilt und sind uns nie begegnet, weil es immer hell war und wir haben immer was zu tun gehabt. Das ist ja wahnsinnig, Karl. Jetzt warst du dann tatsächlich oben auf diesem Nordkap. Und ich meine, da bist du ja wahrscheinlich nicht allein. Da werden ja tausende Motorrad oder hunderte Motorradfahrer gleichzeitig dort oben aufschlagen, oder? Was ist das für ein Gefühl dann? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich war irgendwie schon überwältigt. Ja. Denn also für mich ist es ja irgendwo ein Traum oder eine Reise gewesen, die ja vor 40 Jahren begonnen hat und dann endlich habe ich das zusammengebracht im ja, fortgeschrittenen Alter, aber doch. Und es ist natürlich das Mekka für Motorradfahrer. Sie sind alle dort. Relativ wenig Deutsche, noch weniger Österreicher, weil wir sagen es ganz einfach nicht so viele. Ganz Skandinavien ist vertreten, Italien komplett und selbst türkische Motorradern habe ich dort noch herumstehen sehen. Okay. Und dann, ich meine, jetzt bist du dort oben, hast du es geschafft. Großer Flash, aber ich glaube, du hast für diese gesamte Reise hast du nur 11 Tage gebraucht. Das heißt, du bist eigentlich schon relativ unter Druck gefahren. Und runtergefahren bist du dann, ich weiß nicht, das sind dann wahrscheinlich 3500 oder 4000 Kilometer, da hast du auch nicht viel Zeit lassen. Runter dann in 3 Tagen, also das war dann eher zügig. Hat aber seinen Grund gehabt, weil also die Firma hat mich gebraucht und wenn die Firma ruft, dann muss der Chef folgen, ist halt ganz einfach so, daher relativ zügig runter. Ich habe mir ursprünglich überlegt, dann über Norwegen wieder zurückzufahren, aber Punkt 1 war das Wetter dort noch immer schlecht, das Radarkontrolle haben sie noch immer nicht abgeschafft gehabt, also durch Finnland ebenfalls lockeres, entspanntes Fahren, wieder retour durch die 3 baltischen Staaten, durch Polen, die Tschechei, die Slowakei, wieder heim.
was mich da jetzt irrsinnig interessiert, ich war ja als Jugendlicher, war ja ganz großer Finnland-Fan wegen der Eishockey-Mannschaft, Suomi. Das war ganz super. Und das Finnland hat mir immer irrsinnig getaugt. Und ich habe mir gedacht, irgendwann muss ich nach Finnland. Dann habe ich mich eben auch ein bisschen eingelesen und dann habe ich diese nordfinnische Seenplatte, über die habe ich mich erkundigt. Und im Endeffekt, das, was bei mir hängen geblieben ist, war einfach, dass es dort eine unfassbare Menge an Insekten gibt. Ist es tatsächlich so, oder? Es ist tatsächlich so. Also wenn man dort hinfährt, empfiehlt es sich also irgendwas so wie ein Halskrause oder ein Schal oder irgendetwas, damit die Viecher von unten nicht reinkommen, und macht es den Vollvisierhelm ja nicht auf. Ich habe also unter dem Vollvisierhelm noch immer Brille getragen, vorsichtshalber, ja, weil ich gewusst habe, manches, man muss das aufmachen und patsch, es biegt sofort irgendwas drauf. Wahnsinn. Es gibt also wirklich viele Insekten, und das Lustige ist, es gibt also so Hütte breitkrempig mit einem Moskitonetz hinunter, und du siehst in Norwegen keinen Wanderer und niemand, der aus dem Auto aussteigt, der nicht sofort das Hirn aufsetzt und das Netz runterlässt. Das ist ja Wahnsinn, das ist echt ungut. Ich meine, das ist echt der Grund für mich, dass ich mir denke, na, das spare ich mir. Ist es, aber du denkst, es ist trotzdem eine Reise wert, Finnland? Absolut, absolut. Also Skandinavien insgesamt ist eine Reise wert. Die Menschen sind also durch die Bank nett und freundlich, sprechen alle sehr, sehr gutes Englisch, besser wie ich oder wie die meisten von uns. Also da ist es also überhaupt kein Problem. Ja. Das Essen ist durch die Bank hervorragend. Fisch bitte essen unbedingt. Es gibt Kabeljau-Steaks in der Höhe. Die schicken die nicht in den Export, die essen die dort selber. Ja. Das meiste wirklich frisch und selbst gefangen. Absolut empfehlenswert, wirklich. Die Landschaft ist nett. Sofern das Wetter mitspielt, eine Reise, die man nicht vergisst. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, vergisst man es erst recht nicht. Okay, Karl. Ich meine, bin ich wieder versöhnt, denke mir, vielleicht sollte ich es doch selber auch machen. Was mich allerdings jetzt auch noch abschreckt bei deiner Route retour, du bist ja durch diese baltischen Staaten gefahren. Und diese, bei mir ist halt so, ich brauche halt erstens eine echte Rechtssicherheit, wenn ich irgendwo hinfahre. Und zweitens tue ich mir halt relativ schwer, wenn ich in so wirklich arme Länder fahre, wo halt auch diese Infrastruktur irgendwie relativ, weiß ich nicht, dürftig ist, weil ich dort halt einfach, ja, da fühle ich mich ein bisschen komisch. Wie ist das gewesen? Lettland, Estland, Litauen? Naja, also wie soll ich sagen, also die Infrastruktur ist also dank EU eigentlich, es gibt keine Autobahn, aber es gibt eine ziemlich gute Landstraße, die man fahren kann, die geht eigentlich ganz gut. In meinem Fall war jeder Grenzübergang mit einer Baustelle mehr oder weniger verbarrikadiert. Da muss man aufpassen, weil nicht jeder behält die Nerven. Manche scheren dann aus der Kolonne, auch ohne nach hinten zu schauen, ob da nicht vielleicht schon einer kommt mit dem Motorrad und an der ganzen Kolonne vorbeifahrt. Ja. In den Städten sind die Stadtzentren pipifein herausgeputzt, da kann man wirklich nichts sagen. Also das macht keinen Unterschied zu Stephansplatz und Co. Wow. Außennummer dumm. Naja, also da erinnert es schon ans Brünn der 70er Jahre, muss ich schon sagen. Eben auch Riga innen wunderschön, Tallinn innen wunderschön. Außennummer dumm fängt es ein bisschen an. Also fängt es nicht an zu bröckeln, sondern bröckelt es noch immer. Da wird schon noch ein bisschen dauern. Okay, und die Leute sind trotzdem nett und freundlich am Land? Die Leute sind freundlich, sind nett, sprechen überraschenderweise auch gutes Englisch. Man kann sich wirklich gut unterhalten. Also mir ist also dann zum Schluss eben in Litauen, habe ich also verzweifelt ein Hotel gesucht, hat mich ein junger Mann, der das Wiener Kennzeichen gesehen hat, gleich auf Deutsch angesprochen und sich mit mir um ein Hotel bemüht, ist mit mir durch die Stadt gerannt. Wirklich nett, extrem hilfsbereit. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Okay, und dann glaube ich, bist du nach Polen gekommen. Und aber Polen, das merkt man dann schon, oder? Das ist schon ein bisschen eine andere Welt dann schon. Also Polen ist eine andere Welt, also irgendwie fühlt man sich, wie man kommt irgendwie nach Haus. Es schaut eigentlich aus wie bei uns, es wird hügelig, es gibt kleine Bauernhöfe, die Felder werden wieder kleiner. Gibt ein paar Besonderheiten, also es gibt so autobahnartige Landstraßen, die also wohl eine geteilte Spur haben, zweispurig sind in jede Richtung. Es wird entsprechend gefahren, aber es gibt Kreuzungen, geregelte und ungeregelte, und am Straßenrand stehen die Bauern und verkaufen Schwammerl oder Erdäpfel. Man muss jederzeit rechnen, dass irgendeiner von ganz links jetzt rechts das bahnende Schwammerl sieht und halt umfährt. Ein bisschen eine heilige Geschichte. Das ist aber richtig gefährlich, oder? Ja, da habe ich mich ein bisschen gefürcht. Na gut, Karl. Und jetzt bist du immer wieder da. Ich habe natürlich eine große Freude. Ich habe das ja mitgekriegt, habe es im Facebook, dass du das gemacht hast. Und habe mir gedacht, na, das muss ich mir jetzt unbedingt einmal aus erster Hand anhorchen. Der Trip klingt eigentlich jetzt nicht wahnsinnig, wie soll ich sagen, wahnsinnig anstrengend. Es ist alles
es ist alles relativ gut fahrbar. Also du musst jetzt kein super Offroader sein. Nein, also wenn du Offroad fahren willst, findest du genug Möglichkeiten dort. Das heißt, das sind also die Hauptstraßen alle asphaltiert. Die Nebenstraßen, speziell eben in Schweden und Finnland, wenn man da irgendwann Abschneider fahren will oder irgendwo durch, sind alles Schotterstraßen. Wer also Spaß hat am Enduro fahren und einmal ein paar hundert Kilometer Schotter fliegen lassen will, beste Gelegenheit dort. Super. Du Karl, was jetzt noch ganz herrlich wäre, du hast ja ein paar Fotos ausgedruckt und vielleicht, ich komme mit der Kamera her und vielleicht erzählst du mir ein paar Stichworte zu den Fotos. Mein ganz privater Dia-Vortrag.